Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen CEO Diversity Talk. Do leaders still commit to disability or diversity and inclusion? Herzlich willkommen von meiner Seite. Dieses Online-Event ist heute in Kooperation zwischen MyAbility und Future of Work entstanden, im Konkreten zwischen dem MyAbility Wirtschaftsforum, dem B2B-Netzwerk für mehr Chancengerechtigkeit in unserer Gesellschaft und den HR-Expert-Talks von Future of Work. In diesem Sinne freuen wir uns ganz besonders, dass wir heute gleich drei Leader hier zu Gast haben von österreichischen Unternehmen. Und zwar wird das Gerlinde Tröstl, die Geschäftsleiterin von Marcas Österreich, Günther Weberndorfer, Managing Director von Accenture und Martin Graf, Vorstandsmitglied der Energie Steiermark sein, die heute mit uns die Grundsatzfrage diskutieren werden, ob das Thema Diversity and Inclusion überhaupt noch Platz am Vorstandstisch findet, ob sich durch Corona etwas verändert hat und wie überhaupt der Zugang dieser Unternehmen zu diesem wichtigen Thema ist. Es sind drei sehr unterschiedliche Unternehmen, die sicher sehr unterschiedliche Perspektiven auch in diese Diskussion mit einfließen lassen können. Und ich möchte an dieser Stelle bereits an die Moderation des heutigen Talks übergeben. Das ist zum einen meine Kollegin Fides Raffel von MyAbility. Und zum anderen Benedikt Weiß von Future of Work. Viel Spaß! Vielen Dank, Sebastian, auch von meiner Seite für die Organisation dieses ganzen Talks. Und ich freue mich sehr, mit MyAbility das gemeinsam mit Future of Work zu veranstalten und vor allem mit dir, liebe Fides, zu moderieren. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Für uns ganz spannend, das Thema Disability mal weiter aufzumachen und das ganze Thema Diversity sich genau anzuschauen. Und zwar mit wem denn eigentlich, Benedikt? Genau, wir wollen auf die virtuelle Bühne holen. Gerlinde Tröstl von Marcas, einem großen Familienunternehmen, und freuen uns auf die Einblicke von ihr. Willkommen. Hallo, auch von meiner Seite. Guten Tag. Dann Martin Graf, ein regionaler Energiekonzern, ist Chef davon, und freue mich sehr, Sie zu begrüßen, dich zu begrüßen, lieber Martin. Wir haben uns vorher auf das Du geeinigt. Ja, hallo. Jetzt brauchen wir nochmal die Kamera. Wunderbar. Ja, jetzt sehen wir dich. Und auch dich, lieber Günther, Managing Director bei Accenture. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns auf eure Einblicke. Und damit wir vielleicht gleich einmal die Einblicke von allen, die sich heute hier eingefunden haben, abholen, bevor wir das an euch zurückspielen und die Diskussion über Diversity quasi aufmachen, fragen wir das Publikum live, und zwar über das integrierte Fragentool. Warum? Weil das soll ja heute unser Thema sein. Beschäftigen sich Unternehmen denn eigentlich mit D&I? Das soll vielleicht auch so ein bisschen euch eine Möglichkeit geben, sich zu überlegen, wie so ist das denn bei euch so? Und dann werden wir euch hoffentlich noch ganz kurz ansonsten vorstellen lassen. Aber zunächst einmal in die Umfrage. Und zwar, warum beschäftigen sich denn Unternehmen mit dem Thema Diversity and Inclusion? Ist das erstens die Erfüllung der sozialen Verantwortung? Zweitens der große wirtschaftliche Mehrwert, drittens die Gesetzgebung und politische Vorgaben, viertens die positive mediale Aufmerksamkeit oder fünftens ein gesellschaftlicher Trend, dem wir hier unterliegen. Und ich sehe hier schon, dass die ersten Personen abstimmen und glaube, da schon eine Tendenz zu erkennen, möchte euch aber noch ein kleines bisschen auf die Folter spannen und vielleicht tatsächlich besonders spannend wird es dann natürlich sein, auch zu sagen, wo ist das denn für euch angesiedelt, das Thema in euren Unternehmen? Zu den ganz harten und eingefleischten Fans, die sich vielleicht sogar erinnern, sagen wir, wenn sie am Confidence Day 2019 waren, dann werden sie vielleicht wissen, dass wir diese Umfrage in sehr ähnlicher Form auch dort gestellt haben und dort ein relativ ausgeglichenes Bild bekommen haben. Das heißt, wir sind jetzt ganz gespannt, ob das hier unterschiedlich sein wird und sehen tatsächlich, dass es ganz, ganz viel, und zwar mit 44%, um die Erfüllung der sozialen Verantwortung geht. Damit vielleicht gleich einmal zurück ans Podium.
Was sind denn, bevor wir jetzt in die großen Themen einsteigen, bei euch so die treibenden Faktoren? Benedikt, ich schaue mal ganz kurz. Ah ja, Martin, bitte, darf ich dich um deine Antwort bitten? Ja, gerne. Zunächst einmal danke für die Einladung und mich überrascht das Ergebnis jetzt überhaupt nicht, weil jetzt haben wir mehr als 100 Zuschauer hier und worum geht es? Es geht darum, dass sie die Zuschauerinnen und Zuschauer mit dem Thema Diversity und Inclusion beschäftigen. Und da ist es, glaube ich, oftmals das Herzensanliegen und die soziale Verantwortung, die uns in dieser Gruppe hier begeistert und auch vorantreibt. Und ich glaube, das ist der große Punkt, ob das für die gesamte Gesellschaft und für die gesamte Wirtschaft gilt. Diese Umfrage würde ich fast bezweifeln. Da geht es halt schon sehr, sehr oft um auch die gesetzlichen Vorgaben. Wir als Energie Steiermark sind im Eigentum des Landes Steiermark zu 75% und eines Infrastrukturfonds. Und für uns ist es eine ganz klare gesellschaftspolitische Verantwortung, diese Themen voranzutreiben. Aber, und ich glaube, das ist das Wichtigste, nicht nur aufgrund der Eigentümersituation, sondern weil wir in Summe auch die wirtschaftlichen Vorteile sehen durch diverse Teams, durch Vielfalt wird einfach mehr gestaltet. Und daher sehen wir das Thema sehr, sehr positiv, freuen uns auf die heutige Diskussion. Und ich glaube, gerade in diesen der Feldern von Diversity und Inclusion gibt es noch sehr, sehr viel auch zu tun in der Zukunft. Das heißt, die Arbeit geht uns gemeinsam in dem Sinne nicht aus. Vielen Dank für die Einblicke. Frau Tröstl, liebe Gelinde, wie schaut es bei Ihnen aus? Ja, ich kann das, was der Martin Graf gesagt hat, eigentlich nur unterstreichen aus der Perspektive des Familienunternehmens Markers. Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen im Facility-Service-Bereich. Unsere Hauptdienstleistungen sind Reinigungsdienstleistungen. Ich beschäftige in Österreich aktuell fast 2200 Mitarbeiterinnen und wir sind jetzt schon eine sehr diverse Mannschaft, wobei man sagen muss, divers nicht im Geschlechterbereich. Wir beschäftigen aktuell über 80% Frauen, aber wir beschäftigen Menschen und Mitarbeiterinnen aus über 70 Nationen. Das heißt, aus diesem Titel heraus ist einmal das Thema der Diversität schon ein sehr großes und spannendes. Und ich sehe es auch als wirklich soziale Verantwortung von Unternehmen, auch in unserer Größe, dem Thema Inklusion auch wirklich auf der strategischen und Geschäftsführerebene Raum zu geben und das auch wirklich strukturiert anzugehen. Wir haben jetzt im Unternehmen auch eine Inklusionsbeauftragte, die sich sehr gezielt mit diesem Thema auch auseinandersetzt und der wirtschaftliche Mehrwert ist aus meiner Sicht einfach eine logische Folge, wenn man einfach auch bedenkt, dass fast 20% der Menschen in Österreich am Arbeitsmarkt Menschen mit Behinderung sind und das einfach ein Riesenpotenzial ist, auch ein Riesentalentepool, der vielerorts einfach ignoriert wird im Personalrecruiting. Das wollen wir und machen wir anders und wollen einfach auch Menschen mit Behinderung, die es ohnehin schon aus eben der Tatsache, dass sie eine Behinderung haben, einfach die Chance geben, erstens einmal ihre Talente und ihre Stärken auch zu zeigen, auch diesen Mehrwert den Unternehmen mitzugeben und ein selbstbestimmtes und selbstständiges Leben auch zu ermöglichen, weil dann ja auch wieder ins Sozialsystem einbezahlt wird durch die Leistung, die sie erbringen. Und das ist einfach ein Kreislauf, der so einfach gelebt werden muss. Und der wirtschaftliche Aspekt ist jedenfalls einfach nur eine logische Folge und ein Mehrwert aus der sozialen Verantwortung, die wir als Unternehmen hier auch wahrnehmen. Vielen Dank. Jetzt gibt es da wahrscheinlich einen großen Hebel. Günther, du bist Managing Director bei Accenture, die, wie wir wissen,
über eine 500.000 MitarbeiterInnen weltweit haben. Wie schaut es dann aus, wenn Global vielleicht auch noch ein Wörtchen mitzureden hat? Und was siehst du da so als eure Diversitätsherausforderungen? Ich glaube, die Herausforderungen sind für alle Unternehmen sehr ähnlich. Und wir haben uns sehr hohe Ziele gesteckt. Und ich muss gestehen, ich war fast ein bisschen erstaunt jetzt von der Frage, weil ich das Warum schon lange nicht mehr hinterfragt habe persönlich, weil es für uns eigentlich so selbstverständlich geworden ist. Und darum bin ich auch jetzt dankbar für den Impuls, dass nochmal quasi, dass ich mir das selber auch nochmal reflektiere. Ich meine, für Accenture als globalen Technologie, Consulting und Outsourcing-Giganten ist natürlich Diversity schon eine andere Nummer. Wir haben uns als globales Ziel gesetzt, dass wir bis 2025 auf 50-50 kommen. Also, Gerlinde, wir hätten gerne eure Verteilung. Da haben wir aber noch ein ganzes Stückchen hin. Die Gründe, ja, ich meine, wir haben uns als Ziel gesetzt, einen Platz zu schaffen für alle Menschen, die beitragen können zu unserer Dienstleistung. Und Accenture, du sagst das ja, meine 550.000 nächsten Kollegen, die haben eigentlich nichts außer sich selbst. Nicht? Also Accenture besitzt keine Assets, keine Gebäude, keine Software. Wir haben unsere Mitarbeiter und unsere Fähigkeiten und die Arten, wie wir arbeiten. Und so wollen wir global quasi vielen und vor allem den großen Unternehmen helfen, Digitalisierung voranzutreiben. Und da sehen wir es natürlich auch als unsere Verpflichtung auf, einen Arbeitsplatz zu schaffen, ein absolut inklusives Umfeld zu schaffen, wo jeder, jede quasi das, was sie am besten beitragen kann, hier auch mit einbringen kann. Und also auch meine ganz persönliche Erfahrung ist, ich komme aus der Naturwissenschaft, bin gelernter Biochemiker und von daher sage ich, die Probleme heutzutage sind dermaßen komplex, dass du gar nicht genügend Blickwinkel hineinbringen kannst, um vernünftige und kreative Lösungen zu bringen. Von daher sage ich, ja, wirtschaftlich, ich würde sagen einfach, es geht ums Weiterkommen und um irgendwie gemeinsam was zu schaffen. Und ich sage mal, je mehr Blickwinkel, je mehr Perspektiven am Tisch, umso besser. Sehr schön. Ja, definitiv. Was mich jetzt als Organisator des größten HR-Kongresses Österreich auch interessieren würde, ist, inwieweit ist HR die treibende Kraft hinter dieser Entwicklung? Vielleicht an den Martin. Ja, danke, Benedikt. Ich glaube, gerade HR ist natürlich da die treibende Kraft, weil wir das Thema ja sehr, sehr breit sehen. Wir haben rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einen Anteil von Frauen in der Höhe von 30%. Natürlich Technologieunternehmen, Energiewirtschaft und so weiter ist die Grundlage dafür. Und was wir in Zukunft wollen, ist, dass wir mehr Frauen und auch junge Frauen gerade für die Ausbildung begeistern für technische Berufe. Und da machen wir sehr viel und wir sehen das Thema sehr, sehr intensiv auch im Zusammenhang mit Corporate Development und natürlich auch mit unserem Employer Branding. Wir sehen, dass wir, um die besten Talente zu bekommen, egal welchen Geschlechts, welchen Alters, welcher Herkunft, welcher sexuellen Orientierung, dass wir Angebote machen müssen und sehr authentisch uns um die neuen Kolleginnen und Kollegen annehmen müssen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir als Arbeitgeber da attraktiv sind. Wir haben ein tolles, attraktives Umfeld für uns. Wir werden mitgestalten, die Energiewende, die in allen Munden ist. Wir werden zur Dekarbonisierung beitragen. Wir werden zur erneuerbaren Energie beitragen. Und da braucht es alle Talente. Und das ist für uns ganz wichtig. Ein zweiter Satz danach dazu ist, wir haben eine Altersstruktur im Haus und das haben sehr viele traditionelle Energieunternehmen. Wir feiern gerade heuer unseren 100. Geburtstag. Das Durchschnittsalter ist 41. Das war schon mal deutlich höher. Das heißt, wir haben derzeit gerade eine Verjüngungskur vor uns. Rund 40% unserer Mitarbeiter in den technischen Bereichen werden bis zwischen 2025 und 2030 in Alterspension gehen. Das heißt, wir müssen einerseits schauen, dass wir junge Menschen für diesen Beruf begeistern,
und ein entsprechend attraktiver Arbeitgeber auch sein. Und dafür braucht es ein Auseinandersetzen mit den gesellschaftlichen Themen und auch mit der Entwicklung in diesem Bereich, speziell was Diversity und Inklusion betrifft. Und ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren sehr, sehr viele Initiativen gesetzt. Und weil ja das Thema auch ist, ist das ein Thema, mit dem sich Vorstände beschäftigen und Geschäftsführer definitiv. Ich glaube, da gehen sehr viele Initiativen auch aus diesen Ebenen aus. Bei uns ist das jedenfalls so. Und ich freue mich aber auf der anderen Seite auch, dass wir in dem Fall gemeinsam mit MyAbility die Themen auch in die Mannschaft, in die Frauschaft, in die zu den Kollegen bringen, um einfach Berührungsängste abzubauen und auf der anderen Seite auch Führungskräfte zu entwickeln. Wir haben uns das Ziel gesetzt, dass wir 20% unserer Führungskräfte weiblich haben in den nächsten Jahren. Das ist eine Herausforderung für Unternehmen, wie es wir sind. Aber wir arbeiten dran und haben da sehr, sehr viele Initiativen gesetzt, die auch, denke ich, positiv angenommen werden. Zumindest die Nachfrage zeigt mir, dass wir da auf einen guten Weg sind. Jetzt haben wir von Employer Branding gehört und von einigen anderen Dingen. Wir haben jetzt hier schon einen Input aus dem Publikum bekommen nebenbei. Und zwar die Information, dass es ja super ist, wenn der wirtschaftliche Mehrwert quasi auf Führungsebene eine Rolle spielt und auch gesehen wird. Wir haben jetzt HR als treibenden Faktor gehört. Was ist denn das an Kanal, an Info, an Aha-Momenten, was bei euren Mitarbeitern am meisten ankommt? Wie bringt ihr das Thema quasi auch in die Organisationen hinein? Gibt es da irgendwelche Diversity-Faktoren, mit denen das besonders gut funktioniert? Diversity-Faktoren, wo das eher herausfordernd ist? Wir werden uns danach noch anschauen, wie das vielleicht auch zusammenspielt. Gelinde. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass die treibenden Kräfte, jedenfalls natürlich, dass das Management von ganz oben auch sein müssen, HR als natürlich der Bereich, gerade in einem so personalintensiven Unternehmen, wie wir es auch sind, ist da natürlich auch immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, Mitarbeiter für alle Bereiche des Unternehmens auch zu finden. Und was bei uns jedenfalls das große Thema in dem Kontext ist, wir sind sehr dezentral organisiert. Das heißt, wir führen unsere Dienstleistungen ja dezentral bei unseren Kunden durch. Wir sind als Markers der Spezialist für die Gebäudereinigung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Das heißt, wir sind hier auch in einem doch sehr sensiblen Umfeld. Und zum Glück auch in einem Umfeld, und das hat sich jetzt gerade in der Pandemie noch einmal gezeigt, wo unsere Mitarbeiterinnen sichtbar sind. Das ist ja gerade in der Reinigung oftmals nicht der Fall oder auch vom Auftraggeber gar nicht erwünscht. Also die Reinigung soll möglichst dann stattfinden, wenn niemand mehr im Büro ist. Das geht halt im Krankenhaus und in den Pflegeeinrichtungen nicht. Und das ist auch gut so. Das ist aber natürlich auch mitunter eine große Herausforderung, auch was die sprachlichen Kompetenzen unserer Mitarbeiter anbelangt, aber auch natürlich im Kontext der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Und das Wichtigste in diesem Zusammenhang ist, dass wir uns als Unternehmen dazu bekennen, Menschen, egal welcher Herkunft, welcher sozialen Hintergründe, welcher Kulturen, welcher Sprachkultur, und Farbe, aber auch ob mit oder ohne Behinderung, die gleichen Chancen zu geben. Und wir organisieren uns hier so, dass wir Pilotregionen definieren, wo wir versuchen, die zuständigen Objektleiter vor Ort einfach wirklich auch dafür zu begeistern und ins Boot zu holen, auch die großen Vorteile herauszuarbeiten. Und ich glaube, wir brauchen uns da auch nichts vormachen, ganz egal, in welchem Zusammenhang Diversität eine Rolle spielt. Es ist immer auch eine Herausforderung und mit Schwierigkeiten verbunden. Und gerade bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung gibt es möglicherweise auch Berührungsängste und vielleicht sogar auch schon negative Erfahrungen, die man einfach dann versuchen muss, gemeinsam auch auszuräumen und es einfach zu versuchen. Und nachdem wir uns dazu entschlossen haben, auch eine unserer HR-Mitarbeiterinnen
als Inklusionsbeauftragte zu nominieren, die sich sehr aktiv um dieses Thema kümmert und hier sehr stark die Kommunikation und den Dialog sucht, funktioniert, weil auch von mir als Geschäftsführerin dieses Thema sehr stark vorangetrieben wird, auch aus einem privaten Kontext heraus. Ich selbst habe einen behinderten Bruder, der von Geburt an auch eine Behinderung hat. Und somit ist dieses Thema für mich kein Fremdes, kein Neues und trotzdem aber im beruflichen Kontext eines, das man strukturiert managen und organisieren muss. Günther, vielleicht ein paar Worte noch dazu. Wo siehst du die treibende Kraft? Da waren jetzt viele Aspekte dabei. Also Diversity ist bei Accenture quasi in allen Unternehmensbereichen angesiedelt. HR ist für uns eine eher sehr kleine und eher, ich sage mal, supportive Unit. Von dem her gestaltet hier das ganze Unternehmen mit und auch Diversity-Fragen sind natürlich bei uns am Leadership angesiedelt. Ich selber verantworte jetzt für Accenture in Österreich das Thema Arbeiten mit Behinderten, People with Disabilities, wie wir das genannt haben, wo wir auch mit MyAbility sehr erfolgreich zusammenarbeiten. Und aus dieser Erfahrung heraus sehe ich auch, ich meine, Accenture ist ein Beratungsunternehmen, das heißt, wir sprechen Talente quasi an, die mit Hochschulabschluss kommen und auch junge Talente. Und von daher ist gerade in dieser, sagen wir mal, unserer Zielgruppe von Mitarbeitern halt auch das ein sehr starkes intrinsische Motivation da, diese Verantwortung gegenüber der Gesellschaft mitzubringen und auch im Arbeitsbereich zu leben. Von daher ist es ganz interessant, was da passiert, wenn man diese Themen aus Leadership-Perspektive hineinbringt. Unsere Mitarbeiter nehmen das sehr dankbar auf zum Teil. Ja, sie brauchen dann natürlich an vielen Teilen auch Support. Gerade also das Thema Mitarbeiter mit Behinderungen ist für uns ein neues. Und da ist der Support zum Beispiel oder eine der großen Hürden ist, einfach mit Mythen aufzuräumen, die sich halt immer wieder in den Köpfen irgendwie manifestiert haben und so quasi mal einfach ganz persönliche und praktische Erfahrungen zu schaffen und dafür zu sorgen, dass diese Barrieren im Kopf irgendwie mal bei allen so ein bisschen hinterfragt werden. Zum Abbauen braucht es meistens eher ein bisschen mehr, da wünschen wir uns immer mehr Geschwindigkeit, aber de facto müssen wir mal damit starten. Also Diversity ist bei quasi allen Mitarbeitern bei uns, auch quasi Recruiting ist bei uns in den quasi Business Units angesiedelt. Ich selber bin Teil von Accenture Technology, wo wir jedes Jahr mehrere tausend Mitarbeiter im deutschsprachigen Raum alleine einstellen, um unsere Teams entsprechend auch zu verstärken. Aufmerksamkeit zu bekommen, ist natürlich schon ein Thema. Und das ist mir auch aufgefallen, dass natürlich mittlerweile, wenn man so will, auch die Bühne der sozial verantwortlichen Themen irgendwie crowded wird. Und irgendwie man natürlich sehr, sage ich mal, auch in der Kommunikation, strategisch richtig vorgehen muss und das auch irgendwie abstimmen muss, sodass man nicht den Eindruck erweckt, dass man quasi jeden Tag auf ein anderes populistisches Thema setzt, sondern dass die Mitarbeiter auch verstehen, wo liegt der Fokus und wo quasi das Maß der Weiterentwicklung. Und Accenture hat begonnen, wie vorher schon erwähnt habe, sehr stark sich um das Thema quasi Männlein, Weiblein zu kümmern und quasi hier mal Ausgleich zu schaffen, was total wichtig ist. Und da muss auch der Fokus drauf sein. Aber wir sehen jetzt auch, dass wir quasi in die nächsten Stufen gehen und die nächsten Stufen für uns sind das Thema Rassen und Herkunft, was natürlich vor allem im Hinblick der jüngsten amerikanischen Geschichte für uns ein sehr schmerzhaftes Thema war. Accenture hat einen CEO aus Amerika und wir sind da sehr, sehr stark eingetreten, auch für quasi Rassengleichheit und Chancengleichheit für alle. Und gesagt, nächstes in der Reihe dann bei uns ist natürlich auch Behinderte mit allen Flavors. Und weil auch vorher die Frage, glaube ich, im Chat schon war,
selbstverständlich auch quasi chronische Erkrankungen, ja, und auch quasi Mental Health mit einzubeziehen, war für uns, ist für uns extrem wichtig. Chronische Erkrankungen für uns natürlich ein sehr, sagen wir mal, anspruchsvolles Thema auch, wenn wir ehrlich sind. Als Berater lebt man ja, sagen wir mal, 4 bis 5 Tage pro Woche typischerweise auf der Achse, ne? Also die letzten 14 Monate nicht, aber davor. Und da natürlich auch Möglichkeiten zu schaffen, Mitarbeiter zu integrieren, also auf Bedürfnisse einzugehen, das ist tatsächlich anspruchsvoll und schaffen wir wirklich nur, wenn wir jeden und jede motivieren, sich da auch damit zu beschäftigen. Weil das ist nichts mehr, was ich jetzt global als Policy vorgeben kann und sich dann irgendwie von selber organisiert. Ja. Genau, apropos Frameworks, vielleicht greifen wir es noch ganz kurz auf und dann gehen wir gleich in diese Überlappung unterschiedlicher Kategorien, weil das passt, glaube ich, sehr gut. Es war im Chat ganz konkret die Frage von euren Erfahrungen bezüglich des Festschreibens solcher Ziele in Form von KPIs. Ist das schon passiert? Seht ihr das jetzt gerade passieren? Ist das in manchen Diversitätskategorien und in anderen nicht? Bitte. Ich fange wieder an. Also wir haben Kennzahlen festgesetzt für das Thema Chancengleichheit für Frauen, also das Thema Führungskräfte, weibliche Führungskräfte weiterzuentwickeln. Wir haben im Bereich der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen keine Kennzahlen bisher festgesetzt, außer dass wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen erfüllen wollen. Das ist schon mal ein erster Schritt, weil in manchen Bereichen das für uns gar nicht so einfach ist, in manchen anderen Bereichen doch sehr wohl. Für uns ist aber das Thema nicht der Quotenerfüllung jetzt im Vordergrund und der KPIs, sondern dass wir transparent machen, welche Vorteile diverse und auch inklusive Teams bieten. Und das ist für uns das Wichtige, dass wir auch die Scheue und die sagen wir mal, Berührungsängste abbauen. Und da geht es um viel mehr als nur die Barriere im Kopf. Da geht es auch um Unsicherheiten, die Kollegen vielleicht haben, wenn sie mit dem einen oder anderen Kollegen auch interagieren müssen. Das heißt, für uns ist das Thema, geht da viel tiefer. Es geht um eine Mindset-Änderung und nicht um einzelne KPIs zu erfüllen. Und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Und da braucht es auch dann die guten Beispiele. Und da braucht es die Best Cases, wo man einerseits Menschen mit Behinderungen vorstellen, wo beispielsweise der Gregor eine Veranstaltung vor unseren Führungskräften gemacht hat, gemeinsam mit mir, wo er sehr offen über seine Behinderung gesprochen hat, wo ich über meine Behinderung als amputierter Mensch gesprochen habe. Das heißt, auf einmal werden diese Themen nicht mehr irgendwo ins Hinterstübchen geschoben, sondern es wird sichtbar, es wird angreifbar und man kann interagieren. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste in der Frage, weil somit die Scheue, auch das Fragen und wie geht's, wie geht man damit um und so weiter gestellt werden und das zu einfach Aufklärung führt. Und das ist wichtig, weil nur durch große einerseits Authentizität, aber dann dadurch resultierend die Akzeptanz der Bereiche ist es ganz wichtig. Und wir gehen damit natürlich auch strukturiert um. Wir haben das bei HR angesiedelt. Die Frage ist ja immer, was man unter HR versteht. Und wir diskutieren das intern sehr intensiv. Ist HR Human Resources? Also für mich sind nur Menschen keine Ressourcen. Das ist da habe ich eine sprachliche Barriere in der Frage. Wir diskutieren sehr stark über Human Relationship, weil es geht darum, wie wir interagieren, wie wir die Teams formen, wie wir auch die unterschiedlichen Stärken und auch die Schwächen nutzen, um am Ende des Tages einen Mehrwert für unser Unternehmen und für die Gesellschaft zu bieten. Das steht für uns im Vordergrund und das ist an mir persönlich sehr wichtig. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel passiert. Es gibt auch seit Jahren natürlich Behindertenvertrauensleute bei uns im Haus und so weiter. Ich glaube, diese strukturellen und auch organisatorischen Rahmenbedingungen sind notwendig. Aber gewinnen dann wir dieses Thema nur, wenn wir das Mindset von allen ändern, wenn wir die
Berührungsängste abbauen, wenn wir entsprechend die Vorbehalte abbauen und ganz normal jeder mit jedem entsprechend positiv umgehen und auch die gläsernen Decken entsprechend durchstoßen. Und das ist für uns absolut im Vordergrund. Und ich denke, da hat sich die Energie Steiermark in den letzten Jahren sehr, sehr positiv weiterentwickelt. Also wenn ich mich da gleich anschließen darf, wir sehen uns zwar virtuell heute das erste Mal, aber der Martin Graf spricht mir doch in vielen Dingen sehr aus der Seele. Ich glaube auch, also zumindest bei uns als Familienunternehmen Markers, geht es nicht primär um KPIs, sondern wir sind aus meiner Sicht in diesem Kontext auch noch sehr am Anfang und müssen auch noch vieles lernen. Wir arbeiten auch in dem Zusammenhang mit Myability zusammen. Ich habe aber sehr wohl ein Ziel definiert für dieses und auch nächstes Jahr, dass wir eine gewisse Anzahl an Menschen mit Behinderung jedenfalls dieses Jahr beschäftigen wollen und werden. Und ich möchte bis Ende 2022 flächendeckend in ganz Österreich mit Vereinen zusammenarbeiten und kooperieren, die uns bei der Suche nach Menschen mit Behinderung in unseren Tätigkeiten und in unseren Bereichen auch unterstützen und helfen. Um hier auch noch die Brücke zu schlagen zum Thema Diversität, also auch das ist ein Thema, das nicht jetzt einmal festgelegt wird und dann funktioniert das. All diese Themen sind sehr stark Unternehmenskultur, die sich entwickeln muss. Dafür braucht es den Kopf, die Führungskraft, den Leader, der das auch strategisch aus meiner Sicht vorantreibt und auch vorlebt. Aber das Mindset zu ändern innerhalb der Mannschaft funktioniert einfach nicht von heute auf morgen. Ich glaube, diesem Thema muss man einfach auch Zeit und Raum geben. Und wir sehen es gerade in den letzten Jahren, wie sich gewisse Vorbehalte, was verschiedene Nationalitäten, Sprachbarrieren auch anbelangt, was wir hier auch geschaffen haben. Wir setzen zum Beispiel in den letzten 5 Jahren sehr stark auf das Thema Deutschkurse für unsere Mitarbeiter, weil wir zum einen wissen, dass gerade in unserem Segment, in dem wir tätig sind, die Sprache ein ganz wichtiges Qualitätskriterium bei der Durchführung der Dienstleistung, die wir anbieten, ist, weil unsere Mitarbeiter einfach mit dem Auftraggeber, mit den Patienten, mit dem Umfeld auch kommunizieren müssen. Und der mindestens genauso große Mehrwert ist aber die persönliche Weiterentwicklung und die positive Integration von Menschen, die aus anderen Ländern nach Österreich kommen, um hier zu leben, um hier zu arbeiten. Da ist einfach die Sprache essentiell. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass mit dem Team, das ich an meiner Seite habe und hier gerade im Kontext der HR, wir auch das Thema inklusives Arbeiten, die Ziele, die wir uns jetzt einmal kurzfristig gesetzt haben, jedenfalls erreichen können und werden. Und dass dann auch, und da gebe ich dem Martin Graf auch zu 100% recht, die Best Practices von selbst entstehen werden innerhalb des Unternehmens, wo dann auch andere Objektleiter, andere Führungskräfte sehen, dass inklusive Teams bessere Performance, eine bessere Produktivität, eine bessere Effizienz haben, weil schlussendlich geht es ja trotzdem auch um den wirtschaftlichen Aspekt, um die Produktivität, um das wir als wirtschaftlich agierendes Unternehmen einfach auch eine Verantwortung gegenüber dem Eigentümer haben und somit auch sich dieser Kreis wieder schließen kann. Ja, anknüpfend an das, Gerlinde, was du sagst. Also wir haben, also im Grunde teile ich eure Einschätzung, aber also ein bisschen eine andere Position jetzt aus der Sicht eines globalen Unternehmens, weil wir halt auch sehr viel auf Beispiel setzen müssen, das wir gegenüber anderen Unternehmen setzen und auch die Herausforderung haben zu sagen, für uns selber sind öffentlich kommunizierte Ziele auch quasi ein Versprechen,
das wir uns und unseren Mitarbeitern gegenüber einfordern und einfordern können und einfordern müssen. Somit sage ich, Ziel der Zielerreichung halber, never ever, gerade in dem Thema nicht, sondern es ist tatsächlich, uns nützt die Kommunikation und die quasi Sichtbarmachung von Zahlen, Daten, Fakten tatsächlich, um uns selber immer wieder daran zu erinnern, wo stehen wir auf dem Weg, ja? Wo auf der Landkarte sind wir jetzt tatsächlich verortet. Auf der persönlichen Ebene, also auf der Ebene derer, die das jeden Tag bei uns tun müssen, sehe ich das ein bisschen differenzierter, weil da helfen die KPIs nicht. Das haben wir auch ganz deutlich jetzt gesehen zur Pandemie, wo natürlich quasi kurzfristig alle unsere Sorgen, unsere Anstrengungen einmal in die Richtung von Business-Kontinuität, von Weitererbringung unserer Services, von Gesundheit unserer Mitarbeiter gegangen sind. Aber was sehr schnell klar war auch, und ich glaube, das ist quasi die Ergänzung zu diesen KPIs, ist, es muss im Herzen quasi verinnerlicht sein, dieses Gedankengut. Dann bringen die Menschen das auch wieder von selber, auch in Zeiten, wo kurzfristig vielleicht wirklich andere Dinge uns scheinen zu beschäftigen, die bringen das ganz von selber wieder mit aufs Tablett. Ja? Und quasi diese Kombination auf der einen Seite KPIs, Ziele von quasi, wir wissen genau, wo wir hinwollen und auch quasi, wir gehen Schritt für Schritt voran. Und Gerlinde, bei mir ist es ganz genauso. Ich habe auch mein Ziel festgelegt, ja, wie viele Leute stelle ich heuer wo ein und idealerweise quasi in welchem Umfeld. Da gehen unsere Anstrengungen hin, aber ich glaube, die zweite Komponente, die wir brauchen, ist die Kultur, ist das Herz, ja, ist quasi das, was herausbricht aus jedem Einzelnen von uns, wenn er sagt, irgendwie, ich möchte hier einen Platz schaffen, wo sich alle wohlfühlen und wo wir quasi gemeinsam irgendwas Größeres leisten können. Vielen Dank für die umfassenden Antworten, weil wir uns alle als Kinder ein bisschen gewünscht haben, Fernsehmoderator zu sein oder Moderatorin, darf ich heute sagen. Ich bitte euch um ein bisschen kürzere Antworten, nicht trotz der tollen Sachen, die ihr sagt, sondern eben deshalb. Und würde jetzt gern um eine extra kurze Antwort bitten, nämlich, sind denn irgendwelche dieser KPIs in eurem Fall auch öffentlich? Und dann können wir schon einen kleinen Switch zu dem machen, was der Günther jetzt gerade schon gesagt hat, nämlich das, was uns ja auch dominiert hat. Also, sind die KPIs öffentlich in irgendeinem Bereich in euren jeweiligen Unternehmen? Ich hätte mir ja gewünscht, dass du als Moderatorin, so wie der Thomas Gottschalk, dann uns ankündigst, diese Sendung verzögert sich um 20 Minuten und so weiter. Die Antwort ist nein. Mhm. Bei mir ist auch die Antwort nein. Mhm. Mir ist die Antwort ja. Wir haben committed, bis 2025 50% Female zu haben. Mhm. Und das ist eben zum Beispiel schon ein sehr spannender Punkt. Und damit möchte ich dann gleich an dich, Ben, und die nächste große Frage übergeben, nämlich inwieweit gibt es denn überhaupt, und das möchte ich eigentlich nur so in den Raum stellen, die Frage, welche Diversitätskategorie kommt dem an? Also wir haben viel über Gender gehört, teilweise Migration. Und ich finde, Gerlinde, du hast mit dem Thema einfache Sprache oder Sprache generell ein perfektes Beispiel dafür genannt, wo man quasi übergreifend sowohl Migration tackelt, als auch zum Beispiel Behinderung, als auch generationengerechtes Arbeiten, wo das ein Riesenthema ist, Piktogramme, einfache Sprache etc. Und wo man auch tatsächlich in der Produktaufbereitung, jetzt denke ich an dich, Martin, da glaube ich einen riesengroßen Hebel hat. Das heißt, ich glaube und wir glauben, dass ja wahrscheinlich diese Verschränkung auch immer stärker wird und bin sehr gespannt, was sich da in euren drei Fällen noch tun wird. Günther, du hast jetzt etwas angesprochen, the big C-word quasi, das uns ja jetzt die erste halbe Stunde ganz gekonnt nicht beschäftigt hat und Benedikt, ich glaube, wir wollen jetzt aber trotzdem kurz hinschauen. Keine Diskussion ohne, sage ich mal. Genau, ich würde gern die nächste Umfrage jetzt einblenden. Genau, verliert Diversity und Inclusion an Bedeutung aufgrund der Corona-Krise? Das wollen wir jetzt wissen. Es wurde schon ein bisschen jetzt in der letzten Antwort von Günther erwähnt. Teilweise war man dann auch beschäftigt anscheinend mit anderen Dingen, als sich um Diversity und Inclusion-Themen zu beschäftigen. Ich bin sehr gespannt, wie unsere Teilnehmerinnen abstimmen.
und würde sagen, wir schließen die Frage und spucken die Antwort aus. So, das sind die Antworten. Sehr spannend. Diversity und Inclusion gewinnt durch Corona an Bedeutung. Das kann durchaus sein. Was sagt ihr dazu? Fangen wir vielleicht mit der Gelinde an. Also kann ich auch nur bestätigen, nachdem wir in unserem Geschäftsumfeld durch Corona zum Glück gar keine Einbußen hatten, beziehungsweise die Einbußen, die wir hatten, durch mehr Aufträge kompensieren mussten. Also unsere Branche, unser Unternehmen ist sowas wie systemrelevant in der Krise jetzt auch gewesen. Und darüber bin ich auch sehr froh, dass diese Tätigkeiten, die nie besonders viel Wertschätzung auch bekommen haben, jetzt doch noch sehr viel sichtbarer geworden sind. Und aus diesem Titel heraus ist einfach für uns zuverlässige, engagierte und faire Mitarbeiter wichtiger denn je. Und da auch wieder egal, welcher Herkunft, ob mit oder ohne Behinderung, welches Geschlecht, wichtig ist, unsere Unternehmenswerte lebend und dem Qualitätsanspruch, den wir von unseren Kunden auferlegt bekommen und den wir auch an uns selbst haben, dass den unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch haben. Und somit ist das einfach ein weiterer Bereich im Personalrecruiting, der jetzt eben gerade im Zusammenhang mit der Krise an Bedeutung gewonnen hat, weil das Thema Mitarbeitersuchen mindestens genauso groß ist wie vorher. Und wir jetzt eben das auch als Unternehmensziel verankert haben und geplant, strukturiert und gemanagt im HR-Bereich angesiedelt haben. Mhm. Günther, was sagst du? Du hast vorher gesagt, am Anfang der Corona-Krise waren doch vielleicht andere Themen wichtiger oder essentieller. Ja, also wenn ich das sage, meine ich damit, also natürlich strategische Projekte zu treiben. Also viel, viel von unserer, sage ich mal, von unseren Initiativen und von der Wahrnehmung ist natürlich quasi, was bringe ich an Projekten weiter, wo bringe ich Fortschritt rein? Und die mussten wir tatsächlich zurückfahren, um quasi voll und ganz bei quasi der Erhaltung unserer Services zu bleiben. Wie gesagt, wir sind normalerweise beim Kunden, wir reisen sehr viel. Das ist für uns alles weggefallen und also wir waren plötzlich damit wirklich mit Business-Continuity-Themen quasi konfrontiert und konnten das aber, sagen wir mal, ausgezeichnet durch die Krise durchmeistern. Das heißt, diese Projekte, die sind vielleicht einmal kurz quasi auf Eis gelegt worden, um sie dann wieder aus der Schublade zu holen. Aber ich würde der Gerlinde recht geben. Ich glaube, das, was wir auf jeden Fall gelernt haben, ist, dass wir mehr in das Thema Widerstandsfähigkeit von Teams, mehr in das Thema Robustheit von der Organisation wieder zu investieren. Ja. War immer da, aber ich sage, das ist halt nochmal wirklich diese Verwundbarkeit an einigen Stellen ist nochmal rausgekommen. Und ich meine, der wichtigste Aspekt, der mich persönlich auch jetzt immer noch irgendwie umtreibt, ist die Frage quasi, wie geht es den Menschen, wie geht es unseren Mitarbeitern in dieser Krise? Wir sind gewöhnt, normalerweise arbeiten wir in Projektteams, wir sind beim Kunden vor Ort, wir sitzen in einem Raum und bauen irgendwas gemeinsam. Heute sitzt jeder für sich alleine zu Hause, ist in Konferenzen von 8 in der Früh bis 8 am Abend und hier aufzupassen darauf, dass es allen gut geht und hier auch achtsam zu sein in der Kommunikation, in den Bedürfnissen von jedem Einzelnen, ja, das ist eigentlich das, was bei uns jetzt so nach vorne gekommen ist und was ich glaube, was auch Diversity-Themen insgesamt nützt, nämlich dieses Achtsamsein in Bezug darauf, was braucht jeder Einzelne und was muss das Umfeld, was muss das Unternehmen zur Verfügung stellen und vielleicht auch einfordern oder mit Beispiel vorleben, damit es tatsächlich quasi dann auch beim Mitarbeiter ankommt. Absolut, vielleicht ist einiges davon auch nur revitalisiert worden, genau wie du sagst, Günther. Wie viel glaubt ihr denn, wird davon bleiben?
von den guten als auch von den weniger guten Aspekten möglicherweise, weil die Achtsamkeit ist natürlich ein wundervolles Ding. Die Wertschätzung haben wir gehört in eurem Bereich. Die Frage ist, seht ihr, dass ihr oder wie könnt ihr vielleicht einen Einfluss darauf haben, dass das auch ein nachhaltiges Lernen ist in der Organisation? Also wir sind ja als Energieunternehmen Teil der kritischen Infrastruktur. Also bei uns gibt es keinen Lockdown, weil bei uns heißt Lockdown Blackout. Und spätestens dann ist für uns alle nicht mehr lustig, weil dann ist auch diese Videokonferenz beendet. Internet ist gut, aber ohne Strom geht es das beste Internet. Das heißt, für uns ist die Entwicklung des Unternehmens im absoluten Vordergrund gestanden und da war ja am Anfang völlig unklar, wie sich die Mengen und so weiter entwickeln, wie die Stromabgabe ist und wie auch Unternehmen weiter und auch die privaten Kunden zahlungskräftig sind oder nicht. Und für uns hat sich natürlich dann dargestellt, dass wir das Netz nicht abtragen können und auch die Kraftwerke sollen zusätzlich weiter Strom produzieren. Und bei uns ist eigentlich dann in der Krise die Weiterentwicklung des Unternehmens ganz fast ohne einer Beeinträchtigung weitergegangen. Und ich glaube, das zeichnet dann ein Unternehmen wie uns aus, nämlich dass man auf der einen Seite Programme für Inclusion und für Diversity in keinerlei Art und Weise eingeschränkt oder zurückgefahren sind, sondern wir haben auf der anderen Seite sie halt auf neue Beine gestellt. Wir haben sie halt in digitale Formen gebracht. Mit allen Herausforderungen, die damit getroffen sind und mit denen einhergehen. Da hat es auch dann die Kolleginnen und Kollegen gebraucht, die auch als Ansprechpartner und Betreuerinnen und Betreuer agiert haben für die Kollegen mit Behinderungen, die diese Unterstützung brauchen. Also ist auch keine leichte Herausforderung gewesen. Aber, und ich glaube, das kann man jetzt feststellen, das haben wir sehr gut gemeistert. Und aus diesem Lernprozess, und darum habe ich das gesagt, nehmen wir sehr, sehr viel mit. Und dieses Mitnehmen heißt, dass wir das natürlich in unseren Alltag hineinbringen werden. Natürlich wird es bei uns eine andere Mischung zwischen Homeoffice und wir sagen zu unserer Zentrale E-Office geben. Ja klar, das hätten wir, diese Digitalisierungsschübe hätten wir ohne Corona nicht zusammengebracht. Was wir aber auch sehen, ist, dass wir viele kulturelle Fragen schon intensiver diskutieren müssen und da wieder das persönliche Zusammenkommen ganz wesentlich ist. Wir sehen auch, dass viele Dinge im kreativen Bereich, im Brainstorming, im Entwickeln von Ideen viel schwieriger über Bildschirm möglich ist wie im direkten Kontakt. Und wenn wir Mindset ändern wollen für das Thema Inclusion, naja, dann braucht es auch, glaube ich, nur eine sehr intensive, auch persönliche Auseinandersetzung. Und an dem müssen wir arbeiten. Und das werden die nächsten Monate und Jahre auch zeigen, dass dieses Thema natürlich für uns auch eine Neuerung war. Als Energieunternehmen hat man so Krisenvorsorgen und Handbücher und so weiter. Nur wir gehen halt nie von Krisen aus, die mehr als ein Jahr dauern, die permanent sind und so weiter. Und das hat alle, die ganze Gesellschaft herausgefordert. Für uns ist aber wichtig, dass wir die Themen weiter hochhalten und das weiterentwickeln. Wir haben seit 2017 ein sehr intensives Programm in unserem Kulturprojekt Evolution, das die Zukunftsinitiative Frauen nennt. Und das haben wir praktisch eins zu eins in die digitale Welt transformiert. Wir haben natürlich auch geschaut, dass das Framework weitergeht. Wir haben mit unserem Mini-E-Campus, das ist unser Betriebskindergarten, geschaut, dass wir dort entsprechend weiter Betreuung für Kinder anbieten. Gerade Frauen und erziehende Männer waren jetzt sehr stark herausgefordert mit Homeschooling, Office. Oftmals ist der eigene Mann und die eigene Frau auch noch daheim gewesen. Das ist dann überhaupt, das wird schwierig, weil jetzt kommt auf einmal die ganze Familie zusammen. Die Wohnsituationen der Menschen sind völlig unterschiedlich. All das sind Themen, die wir natürlich bemerken und wo wir versuchen, unsere Kolleginnen und Kollegen auch zu unterstützen, zu versuchen, halt die Arbeitsplätze der Zukunft zu gestalten. Und das werden wir sowohl baulich machen, als auch natürlich vom Mindset, von den technischen Equipments und so weiter. Also auch da wieder kann ich mich in vielen Punkten anschließen. Ich glaube, vieles wird bleiben.
auch bei uns hat natürlich die Pandemie dem Unternehmen einen Digitalisierungs- und Technologieschub gegeben. Ich glaube, die Arbeitsmethoden werden zukünftig in hybrider Form sein. Ich merke aber auch gerade dieses Social Distancing hat jeder mittlerweile satt. Die Menschen sind soziale Wesen und wir wollen uns sehen, spüren und angreifen können. Es wird zukünftig eine Mischform sein. Unsere Mitarbeiter waren vorher schon und das Herz des Unternehmens sind jetzt mehr denn je. Ich glaube, wichtig ist, dass wir auch mitnehmen, dass wir genauso gut und noch besser auf unsere Mitarbeiter schauen, dass wir in sie auch hineinhören. Ich glaube, das Thema der psychischen Belastungen wird in Zukunft noch ein sehr großes. Wir merken es auch, wir haben im Zuge der Pandemie eine kostenlose, anonyme Beratungshotline für unsere Mitarbeiterinnen installiert in Kooperation mit dem Hilfswerk, wo wir einfach sehen, dass sie angenommen wird. Unsere Mitarbeiter haben Probleme auch sehr stark aus dem privaten Kontext. Wir kooperieren auch mit den österreichischen Frauenhäusern und rekrutieren da auch Frauen, die in Notsituationen sind. Da hören wir auch, dass die Frauenhäuser zu Beginn und während des ersten Lockdowns voller waren denn je. Also da gibt es schon wirklich auch sehr kritische Situationen und da müssen wir einfach auch auf die Menschen aufpassen und schauen. Klar ist aber auch, dass es Klarheit braucht, Regeln braucht, Richtlinien braucht, die für alle gleichgültig sind. Das war aber auch vor der Pandemie schon so. Aber das Thema der Gesundheit der Mitarbeiter, vor allem der psychischen Gesundheit, ist sicher jetzt ein Fokus, den wir auch sehr stark legen müssen, um hier wieder auch sowas wie ein bisschen Normalität hineinzubekommen. Denn ich hoffe, dass es sich bewahrheitet, dass das Licht am Ende des Tunnels doch etwas heller wird und wir einem möglichen Ende dieser Situation zumindest einmal entgegenschauen können. Wir hoffen mit euch. Wir hoffen wahrscheinlich alle gemeinsam. Jetzt müsst ihr uns nur noch quasi verzeihen, dass wir euch doch 23 Minuten gemeinsam für das Publikum noch einmal zu diesem doch sehr alles dominierenden Thema befragt haben. Für diejenigen, die unsere Formate gut kennen, und ich vermute, da sind vielleicht die einen oder anderen dabei, wissen, dass im Hintergrund, Sie haben Sebastian Bretzel schon gehört, jemand ganz, ganz stark auf die Zeit achtet, weil wir wissen, dass alle Menschen Back-to-Back-Meetings planen. Deshalb haben wir uns überlegt, es geht jetzt die ganze Zeit um euch drei als Leader, die Verantwortung von Leadern im Bereich HR. Aber, und wir hatten eine Frage aus dem Publikum dazu, quasi, wie schaut es mit der Diversität am Podium aus? Ihr seid ja eigentlich bis zu einem gewissen Grad auch Vertreter von gewissen Diversitätskategorien. Und wir wollen gerne das Schlusswort und vielleicht noch die ein oder andere Frage aus dem Publikum, die sich jetzt ergibt, einleiten, indem wir euch auf eure ganz persönliche Diversity-Kategorie ansprechen. Und zwar mit einem kleinen, provokanten Sätzchen, vielleicht einer Mythe, die wahrscheinlich in vielen Fällen schon ausgeräumt ist in euren Unternehmen, in manchen vielleicht aber noch nicht. Und deswegen frage ich dich, Gerlinde, zum Anfang. Was sagst du denn jemandem, dem du begegnest und der vielleicht sogar explizit, vielleicht aber auch nur implizit sagt, dass Frauen ja eigentlich irgendwie zu emotional für Führungsebenen sind? Der Person sage ich, dass man aus meiner Sicht gar nicht emotional genug sein kann. Emotion ist ganz, ganz wichtig, denn Leadership heißt Arbeiten mit Menschen. Und dort, wo man mit Menschen arbeitet, braucht es auch die Emotion und nicht nur die Sachlichkeit. Deshalb ist Emotion auch in der Führungsebene sehr gut, willkommen und positiv. Wunderbar. Die nächste Frage habe ich an den Martin. Und zwar, Martin, was sagst du Menschen, die zu dir kommen und sagen, Menschen mit Behinderungen haben eigentlich oder können weniger Leistung bringen? Also zuerst einmal danke für die Frage. Ich habe mir schon gedacht, jetzt kommt irgendwie die Frage, weißer, übergewichtiger Mann und so. Aber das ist zum Glück in eine andere Richtung gegangen. Danke, Benedikt.
Also ich habe diese Frage ja schon öfter mal gesehen und gehört, weil man nicht immer assoziiert, dass ich vielleicht auch Unterschenkel amputiert bin. Die provokanteste Antwort an einen Mitarbeiter, wo wir das Thema diskutiert haben, war, es ist blöd gelaufen, so ein Behinderter ist dein Chef geworden. Also man kann Ziele erreichen, unabhängig, ob man Behinderung hat oder nicht. Es geht darum, wie sein Mindset ist, wie man selber was weiterbringen will. Und ich glaube, die Möglichkeiten müssen jedem Einzelnen, egal welches Geschlecht, Herkunft, Behinderung oder Nichtbehinderung, einfach offen stehen. Sehr schön. Und an dich, lieber Günther, dann die Frage, die der Martin vielleicht nicht gern gehabt hätte. Was sagst du zu Menschen, die zu dir sagen, the white male leader ist eigentlich passé? Also bei Accenture, everyone is a leader und ich gebe hundertprozentig recht. Ich hätte auch gern quasi mehr Kolleginnen, mehr Diversität in unserer Gruppe und daran arbeiten wir auch intensiv. Aber ich sage, ich gebe auch dem White Male eine Chance. Ja. Auch der wird inkludiert, weil mittlerweile vielleicht auch als Abschlussobjekt irgendwo tituliert. Ja, vielen Dank. Wir hoffen, wir sind euch nur ein kleines bisschen auf den Schlips getreten, um quasi ein gutes und möglichst diverses Abschlussstatement von euch zu bekommen. Es ist 14.57 Uhr, deshalb bleibt uns jetzt fürs Erste und das Konzept aus unseren Webinaren ist ja schon bekannt, zu sagen, danke für die vielen und sehr unterschiedlichen Einblicke von euch als Menschen und als Leader und der Verschränkung dieser beiden Rollen. Vielleicht darf ich euch jetzt noch um einen Einsatzer bitten als Ende dieser offiziellen Zeit und dann gehen wir sofort über in eine Fragen- und Diskussionsrunde mit den Dingen, die wir aus dem Publikum gerne auch jetzt noch bekommen, liebe Personen aus dem Publikum und auch teilweise, die schon eingetrudelt sind. Also vielleicht darf ich euch um einen ganz kurzen Schlusssatz bitten, gerne auch zu diesem gesamten Diversitätsthema, nicht nur zu einzelnen Kuchenstücken. Günther, fangen wir bei dir an. Ja, in the end, all men are created equal. Was soll ich sagen? Also ich bin Biologe und von daher sage ich, geht es um eine Spezies und nicht um weiß, schwarz, braun, klein, groß, weiblich, männlich. Das sind banale Unterschiede und wir sind besser als Community. Wir sind soziale Wesen, deswegen erfolgreich und diverse Teams leisten besser und je mehr verschiedene Aspekte man als Führungskraft auch einbringen kann ins eigene Unternehmen, desto stärker ist man gefeit vor Herausforderungen und desto größere, komplexere Themen, wie auch dieses große C-Problem, da kann man tatsächlich angehen. Martin, vielleicht als nächster. Mit einem Satz wird es bei mir immer schwierig. Ja? Das wäre sehr gut. Na, Scherz beiseite. Es geht um Diversität, es geht um Inklusion und da braucht es alle Menschen auf dieser Welt für eine gerechte Gesellschaft in der Zukunft. Das wollen wir anstreben und daher müssen wir uns für diese Themen, wo es eine Diskriminierung gibt, ganz massiv einsetzen. Jetzt auch kurz machen, wir sind alle Menschen. Wir sollen alle die gleichen Chancen haben, die gleichen Rechte haben und es soll hier keine Unterschiede geben. Schöne Schlusssätze für das. Ich glaube, mit dem können wir das offiziell quasi beenden und in die Fragerunde gehen. Was sagst du? Absolut. Für diejenigen, die sich jetzt ausklinken und von der einen oder von der anderen Seite kommen, also entweder mit Myability schon gut bekannt sind oder mit Future of Work, möchtest du vielleicht den unsrigen noch etwas mitgeben und wir den eurigen? Was passiert denn bei Future of Work? So in den Future of Work, wir halten euch soweit es geht virtuell am Laufenden und freuen uns aber natürlich sehr auf das Persönliche, was uns allen fehlt. Und deswegen am 2. und 3. September haben wir unseren großen Future of Work Kongress in Leupersdorf. Und da hoffe ich, so viele wie möglich persönlich wiederzusehen. Es ist genauso attraktiv, wie die Location es klingen lässt.
und auch an die Wirtschaftsforumsinteressentinnen gehen das noch einige Informationen im Nachgang auch hinaus. Also falls Sie sich für dieses Mobility-Wirtschaftsforum interessieren, vielleicht auch so ein Leader werden wollen wie diejenigen auf unserem Podium, die ja bereits Mitglieder sind, dann nur zu.